Wir haben hier eine Festplatte für die PlayStation 5. Und zwar eine, da kann man bis zu 188 Spiele drauf speichern. Die gibt es in 4TB, in 6TB und in 8TB. Die hat auch noch eine Ladefunktion für die DualSense. Und jetzt denkt man sich so, hä, was ist denn das jetzt für eine Schnapsidee? Eine Festplatte mit Ladeport für DualSense. Aber das ist eine ziemlich geniale Idee sogar, denn sie löst zwei der größten Probleme der PlayStation 5. Ja, das erste Problem, was wir an der PS5 haben, ist, man hat immer zu wenig Speicher, egal wie viel man da drin verbaut hat. Deshalb ist es immer sinnig, noch eine externe Platte zu haben, um seine Spiele entweder von dort zu spielen oder zu archivieren. Und das zweite ist, was ich auch oft höre von Leuten, ist, Akkulaufzeit vom DualSense Controller ist nicht besonders gut. Und das ist halt gut, wenn man irgendwo eben den Controller schnell und unkompliziert laden kann. Und das geht mit dieser Festplatte, ja, ich sage tatsächlich, man kann mit dieser Festplatte in die Controller laden, aber es ist ziemlich genial, denn sie hat eine Schnellladefunktion. Das heißt, innerhalb von 2 Stunden ist der Controller voll aufgeladen und das ist natürlich schon sehr praktisch, wenn man das parat direkt neben der PlayStation hat, man da auch gleichzeitig die Spiele davon spielen kann. Zum Beispiel bei PS4 Spielen geht das ja, da kann man ja direkt von der externen Festplatte spielen. Jetzt kommen wir aber mal zu den Features der Festplatte. Also Graugear hat ein Festplattengehäuse designt, das an der Oberseite noch diese Ladestation hat für 2 DualSense-Controller zum parallelen Aufladen. In diesem Gehäuse steckt eine 3,5 Zoll SATA-Festplatte und die gibt es eben wahlweise mit 4, 6 oder 8 Terabyte. Ihr könnt auch eine eigene Festplatte dort reinbauen, wenn ihr wollt. Anschluss ist simpel, das geht wiederum über ein externes Netzteil. Das Netzkabel ist ein bisschen kurz, das ist so 1,5 Meter lang. Anschluss an die Konsole geht über USB-C, ganz simpel. Passendes Kabel ist auch dabei und das hat sogar einen Adapter. Ihr könnt das entweder über USB-A an der Rückseite oder eben über USB-C an der Vorderseite der PS5 anschließen. Wichtig ist, dass ihr die Festplatte an einem der Superspeed-USB-Ports anschließt. Bei der Slim ist das ein bisschen fies, weil es gibt einmal Highspeed und einmal Superspeed. Das ist wichtig, dass ihr es an den Superspeed-Anschluss anschließt, also an dem unteren der beiden USB-C-Ports. Sobald ihr sie angeschlossen habt und auf der PlayStation mal in den Einstellungen guckt unter Speicher, da wird die Graugear-Platte schon als Graugear Satellite erkannt. In dem Fall ist das das 4TB-Modell. Entsprechend sind jetzt hier 3,68 Terabyte als freier Speicher zur Verfügung. Dabei handelt es sich ja um einen externen USB-Speicher. Das heißt, ihr könnt PS4-Spiele ganz normal von dieser Platte spielen, installieren und spielen, das ist kein Problem. PS5-Spiele könnt ihr hier archivieren. Wenn ihr die PS5-Spiele wieder spielen wollt, müsst ihr sie von hier wieder zurück auf die interne SSD übertragen. Das heißt, das ist einfach ein Datenspeicher auch. Wohlgemerkt ist das aber allgemein so, egal ob es eine HDD, eine SSD ist, bei allen externen Festplatten lässt das PS5-System das nicht zu, dass man PS5-Spiele direkt von externer Festplatte spielt. Das Verschieben von Spielen ist auch super easy. Ihr geht einfach auf Konsolenspeicher bei Spiele und Apps und wählt einfach die Spiele aus, die ihr verschieben wollt. Zu verschiedene Objekte auswählen. Diese verschiebt ihr einfach auf den erweiterten USB-Speicher. Und auf jeden Fall ist es schneller, so ein Spiel von einer externen Festplatte wieder auf die PS5 rüberzuschieben, denn das geht so in einer Minute oder so, als das wieder vom Internet neu runterzuladen. Es sei denn, man hat wirklich ein super High-Speed-Internet, was wir hier zum Beispiel leider nicht haben. Ich glaube, das geht aber auch vielen so. Hier geht das eben, das Verschieben, ziemlich schnell. Und so könnt ihr nach und nach jetzt eure Games auslagern bzw. eben PS4-Spiele dort installieren und gleichzeitig auch noch Controller laden. Das geht ja parallel. Das wird auch vorne mit einer LED angezeigt. Ob ein Controller gerade geladen wird, dann ist es orange und ob er fertig ist oder fertig geladen ist, dann ist das grün. Der große Vorteil ist, dass diese Ladestation komplett unabhängig ist von der Festplatte und auch von der PlayStation. Das heißt, PlayStation kann ausgeschaltet sein und auch die Festplatte. Hauptsache der Strom ist dran und dann werden die Controller hier geladen. Wir haben jetzt hier die kleine Version, die 4TB da und selbst hier passen um die 80 Spiele drauf, je nachdem welche Spiele man hat. Es sind vielleicht mal mehr, mal weniger. Wenn man jetzt natürlich nur so riesige Spiele wie Call of Duty, das ich jetzt hier gerade sehe mit 170 GB, dann sind es natürlich ein paar weniger. Aber rund um 70, 80 Spiele kriegt ihr hier schon drauf und auf die 8 GB sind es um die 180
88 Spiele hatten wir mal hochgerechnet. Ich würde sagen, da kann man wirklich seine komplette Spielebibliothek, die man hat, hier draufpacken, wenn man denn jemand ist, der gerne viele Spiele spielt und auch Spiele sammelt. Das Gute ist an der Graugier-Festplatte, die ist bereits vorformatiert für die PlayStation 4 und für die PlayStation 5. Das heißt, ihr könnt die direkt anschließen, müsst ihr nicht formatieren, sondern sie ist sofort einsatzfähig. Die Festplatte könnt ihr natürlich auch am PC benutzen, weil es ist eine ganz normale SATA-Festplatte mit USB-Anschluss. Dann müsst ihr sie in Windows allerdings umformatieren und könnt sie da weiter nutzen. Und für diejenigen, die Graugier nicht kennen, wir arbeiten ja jetzt schon länger mit denen zusammen und ich bin von der Marke ziemlich begeistert, denn Graugier ist von der Sharp GmbH und das ist ein kleines Startup aus Hamburg und das finde ich ziemlich sympathisch und ich mag auch deren Produkte sehr, sehr gerne. Wir haben hier auch einige im Einsatz. Wir verlinken euch die auch unten in der Videobeschreibung, da könnt ihr gerne mal reinschauen. Lasst gerne auch ein Abo und ein Like da und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.